Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von GTA Online zusammen mit Snoo. Hallöchen. Hi. Und wir sind heute mal bei den Lamar-Missionen. Und zwar sind wir heute bei Langsam und Niedrig. Bring ein paar Lowrider quer durch die Stadt zu ihren Käufern, ohne von der Polizei entdeckt zu werden. Bist du fit? So was von. Na dann. Bist du bereit? Ja. Dann starten wir die Mission. What the fuck, man? Ja gut. Jo, man. Quasi. Ich bin bereit, ich bin zu fit, das wird die. Hab mir sowas von den Arsch aufgerissen hier. Nein, nein, nein. Oh, ich muss nicht umziehen. Bleiben wir aktuell. So, ich bin bereit zu spielen. Hey, what's happening, Loco? Hey, you know that dude Vernon from the OGs? You know what I'm talking about, the dude always fat-mouthing about the old days. Come on, man, I'm ugly ass Vernon. Anyway, dude got wind that I was talking about my imminent promotion, right? And somehow thought that me being absolute ruler everywhere is gonna insult him. That's some bullshit. Look, man, we gotta send this dude a peace offering or something, man. And nothing says, I love you, brother Vernon, and I thank you for your years of wisdom and guidance, but there's a new dog in town, like taking care of a man's legal problem. Come on, man, look here, the point is this. Look, this ain't even like no fucking job. It's like you doing your boy a favor, man. Come on, man. All you gotta do is deliver the cars and that's it. Relax, man. It's gonna be cool. Man, fuck. Why y'all stressing me out? Come on, man. Seriously, though. LD don't do stress. He do regalness like a real king. Now, the cars is over there, dog. All you gotta do is get him and take him to this buyer he got that's gonna get him overseas before the motherfucking cop sees him for some totally unrelated crime that he allegedly did. And the key word is allegedly. Come on, man, it's nothing. It's easy, man. Shit. Holt ihr auch irgendwann Luft? Ich glaube, der redet einfach und holt Luft durch die Puppe oder so. Das könnte sein. Welches Auto möchtest du denn? Da sie beide gleich hässlich und gleich blöd zu fahren sind, nämlich der rote. Okay. Ja, dann wünsche ich gute Fahrt, weil Ziel ist jetzt, wir müssen jetzt irgendwo die Autos dahin bringen, ohne von der Polizei auch nur entdeckt zu werden. Viel Glück! Wünsche ich dir auch. Oh je. Wow, hey, wir fahren an den Strand. Ja, wäre schön, wenn. Ja, ich fahre an den Strand. Wo sie sind. Ach, du fährst an den Strand? Natürlich. Mhm. Und da kommen sie auch schon. Lass mich in Ruhe, ich war's nicht, bis Justizietum. Oh! Das Problem ist also, die Mission ist auch schon erledigt, wenn sie einen nur sehen. Also, die kann man nicht abhängen. Hallo! Was fahren denn die Bullen hier schon am Strand? Sind die doof? Was hat dein Auto für eine Farbe? Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ehrlich gestanden. Oder offen gesagt. Wie kommst du drauf jetzt auf die Frage? Ist der nicht schwarz? So bunt, möchte ich sagen. Hallo Officer, das ist nicht mein Auto, es ist der andere bunte. Nein, 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 nein. Also ich habe mich auf der Baustelle irgendwie in eine Sackgasse gefahren. Sie sehen mich zwar nicht, aber ich komme hier auch nicht weg. Ach, stehen bleiben tun die auch noch. Na, ganz toll. Thank you.
Komm, nur Fahrt. Bei mir? Ja, klar. Fußgänger. Weiß ich nicht. Versaut doch. Fußgänger von hinten. Fußgänger? Ja, also Fußgängerpolizei zu Fuß. Hat sich rumgeschlichen, was? Die dumme Sau. Schön. Ist auch noch. Nochmal das Ganze. Natürlich. Ich habe das letzte Mal echt vor x Jahren das Ding gespielt und da brachte das was an den Strand zu fahren, aber das hat mir jetzt im Endeffekt hat mich das auch nicht viel weitergebracht, offen gestanden. Egal. Hast du mir jetzt gehupt? Nein. Das war ein freundliches Hallo. Setz mich nicht unter Druck, so kann ich nicht arbeiten. Officers, es ist die Dame im roten Auto. Sie ist da lang. Was sagst du? Was? Jetzt auch ganz raus dick hinter den Ohren. Soll auch im Drogengeschäft verwickelt sein, aber ich... Frechheit, das habe ich nicht gesagt. Nö. Das wäre ja wohl auch die Höhe. Jetzt fahr schon! Die Autos kommen aber auch nicht aus dem Quark. Na gut, das sind keine Rennwagen, ne? Furchtbar. Ich mag die Autos einfach nicht. Ich mag die auch nicht besonders. Na, reicht's. Also nichts gegen Fans von solchen Autos, Gott bewahre, aber mir liegen sie halt wirklich nicht. Ich glaube, das war's jetzt für mich. Ja. Nee, hab's noch geschafft. Nichts wie weg hier. Ich jetzt nicht links ab. Ich ja nicht links ab. Nein! Das schaffe ich. Das war knapp. Ja, ich hab's gerade noch vor dem über die Kreuzung geschafft. Ja, Officers, folgen Sie mir. Ich bin dicht an ihm dran. Jetzt wird's lustig. Das Auto, das ist völlig kaputt, das würde ich so nicht annehmen. Du bist ausgestiegen. Hey! Vor den Kunden. Mir doch egal. Du ihnen ein Eis anbieten. Oh, jetzt gibt's noch Ärger für dich. Oh! They're coming into front of me!
Gott, nein! Ich hab die Scharfschützen auf dem Dach vergessen. Weg! Tut mir leid. Egal. Das war's. Ja. Die rennen ja sofort von den Dächern her. Warum denn? Und nochmal das Ganze. Ne, wobei, fahren müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr, ich oder? Ich glaube doch schon. Das ist ja komplett Neustart der Mission. Wir haben ja keine Teamleben oder so. Wir spielen ja auf schwer. Kommen wir nicht wieder? Da, definitiv nicht. Nein, wir kommen auf dem Hof wieder raus. Oh, siehst du? Das ist ja mal Glück. Aber es geht gleich los. Und ich habe kein Panzer. Ich bin sofort da. Ja, ja. Mach dir keine... Wie auf Dach kümmerst du dich oder was? Die sind ringsrum, pass auf. Ach so. Die kommen jetzt gleich hinter dir über den Zaun drüber und von dem Dach hinter dir mit dem grünen Streifen. Das macht aber, glaube ich, erst die nächste Welle. Okay, jetzt kommen sie von da. Pass auf! Die kommen übers Dach. Ja, zu spät. Hinter dir. Ich muss mich aber, wir müssen uns, glaube ich, auch umziehen. Ja. Wir haben doch die Autos doch zu irgendwelchen Leuten hingebracht. Wären die sich eigentlich auch mal oder wie sieht's aus? Ja, die sind ziemlich schnell, ziemlich tot. Du hast hier auch nirgends eine vernünftige Deckung, ne? Nee. Außer an dem großen Container bei dem... Das ist so ein kleines Häuschen. Komm mit, ja. Hier. Da erwischt dich die erste Welle nicht. Aber die zweite erwischt uns dann. So, Panzerung. Man kann sich nicht umziehen, super. Oh! Uiuiui! Ich dachte, ich muss schon mal laufen. Pass auf, die stehen auch hier auf die Dächer, gell? Das war ich. Okay. Wo sind denn jetzt die zwei restlichen? Hier, ich hab's. Die anderen kommen, pass auf. Nein. Ja, ich versuche den gleich irgendwie. Ich sehe den aber auch nicht. Oh! Nein! Auf dem Dach, zwei Stück. Das gibt's doch gar nicht. Das ist übel. Das ist noch gar nicht so lange her, wo ich das gemacht habe. Wir haben auch 6, 7
Anläufe braucht, bis wir durch waren. Das Fahren war nicht das Problem, aber die Schießerei hier im Hof. Ich habe nur 6 Leute umgebracht. Also irgendwo ist diese Zählweise auch völlig für den Arsch. Wieso? Ja, ich habe doch nicht nur 6 Leute erschossen. Was stand bei mir, habe ich jetzt gesehen. Ja. Es geht nicht darum, wer mehr hat. Es geht darum, dass wir im Leben mehr Leute erschossen haben. Definitiv. Ich brauche Deckung und Panzerung. Wieso zieht es die eigentlich nicht automatisch an? Ja, das ist auch... Oh ja, richtig bescheuert. Wo schießen die denn schon wieder? Ich brauche schwere Panzerung. 4 Stück habe ich jetzt noch. Ich auch. So, einen im Hof habe ich, da ist der andere. Habe ich. Pass auf, die kommen von der anderen Seite. Guckst du nach denen auf die Dächer? Wer schießt denn da? Von wo? Wow. So, die kommen jetzt wieder über die Dächer. 3 auf die Dächer. Oh, 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 oh. Sag mal, will der mich verarschen? Da kam ein Auto von hinten. Auto von hinten. Typ vor mir, ich treff den Null und der schießt mich weg. Ganz ruhig, kriegen wir schon. Nein, sowas riecht mich dann aber auf. Der tanzt vor dir rum, du ballerst mit dem MG auf den, das stört ihn überhaupt nicht. Null. Also völlig easy, dass wenn einer vom Maschinengewehr getroffen wird, egal wohin, dass er so weiter tänzelt. Ja, das liegt teilweise aber auf dem Server, weil der NPC bei dir ganz woanders steht, als er auf dem Server steht. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir die Autos so schnell wie möglich jetzt wegbringen. Diese Autos weg. Mit Autos ja, weg, weil die mit Autos kommen. Weil die mit Autos kommen und die sich dann hier in der Landschaft verteilen, das ist das Problem. Und die laufen die Dächer hoch und alles. Die kommen schon von der anderen Seite. Oh Gott. Ich brauche Panzerung. Na, ich bin tot. Meine Fresse. Ein Schuss. Und, gut, ich meine, ein Schuss ist übertrieben, aber... Alter, das gibt's doch nicht. Das muss doch eine Möglichkeit geben. Du musst hier, sobald du siehst, deine Panzerung ist weg, geh bitte in Deckung und nimm eine neue. Ich hab gleich keine mehr. Ja, ich auch nicht. Vielleicht kriegen wir es bis dahin hin. Das ist jetzt die vorletzte. Aber da oben auf dem Container stehen ist keine gute Idee. Die haben dich 360 Grad im Schussfeld. Ringsrum. Wo ist die letzte jetzt? Ja, über mir ist die vorletzte. Motherfucker!
Dach vor. Nein! Deckung, Deckung, Deckung! Das ist aber ein Scheiß mit den Snacks und... Ach. Komm, zeig dich. Jetzt wird's unschön. Es müsste aber die letzte Welle sein. Nein! Von hier! Ach komm. Schön, dass sie mir nicht anzeigt, die von hinten kommen, wenn ich im Hof stehe. Super. Eine Panzerung habe ich noch. Ich habe keine mehr. No way. Komm schon mal an. Ja, schon gesehen. Und die stehen da rum und machen nichts, weißt du? Ich bin gleich wieder tot. Kommen sie vom Dach? Die kommen von hinten wieder. Ich muss schnell, die Deckung hilft alles nichts. So, letzte Panzerung. Jetzt komm schon raus da, komm. Hab ich dich. So. Da kommt einer von hinten, nimmst du den? Die kommen auch alle drei von hinten. Lade! Meine Fresse, ey. Ja. Und der Arsch kann kein Wässerchen trüben, weißt du, völlig. Ja. Was? Ist mir scheißegal, das ist dein Problem. Du warst nicht da, du feiger Hund. Was haben wir bitte genau verbockt? Gar nix. The fuck out of here, man. Thank you for trying, man. I'll holler at you later, man. I'm about to go get some trees in. Also ich weiß nicht, was auch im Ansatz wir verbockt haben sollen. Mir liegen gerade Sachen im Mund, die ich auf YouTube nicht sagen darf. Okay. Sechstausend. Das zahle ich ja schon für Munition und. Also das ist ja auch ein Witz. So, natürlich haben wir das wie immer mit Absicht sind wir mal geschoben, um das Video ein bisschen länger zu machen, damit es nicht zu kurz ist. Genau. Machen wir alles nur zu eurem Amüsement. Genau. Und ich hänge im Ladebildschirm. Ich auch. Aber der Kringel kringelt wenigstens. Ja, und das noch ein Gelb. Was? Bei mir war der Weiß. Ah, jetzt geht's.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende von diesem Video. Auch wenn es ein bisschen zäh war, hoffe ich, dass es euch einigermaßen Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Sagst du nicht Tschüss? Achso, ich dachte, du sagst noch Tschüss. Ich habe Tschüss gesagt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.